Hidden Markov Model. Man misst Beschleunigungen und Drehraten und hat zusätzlich noch eine Übergangswahrscheinlichkeiten von Zuständen und möchte mit den Messwerten, die wahrscheinlich auf einen Zustand schließen, ermitteln, welcher unbekannte Zustand gerade vorliegt. Wie es der Name schon sagt, hidden. Ein hidden Zustand, also ein versteckter Zustand, der sich in dem Fall in Joggen, Laufen, Sitzen oder Radfahren untergliedert, soll anhand von Beschleunigungen und Drehraten erkannt werden. Der Klassifikator gibt zum Beispiel, wenn man sich in dem Bereich von Beschleunigungsdifferenzen und absoluter Beschleunigung befindet, aus, dass er detektiert hat, dass gejoggt wird. Das heißt, diese Messwerte hängen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit Joggen zusammen. Und zusätzlich gibt es noch eine zweite Information, nämlich wenn man joggt, joggt man zu 60% Wahrscheinlichkeit im nächsten Berechnungsschritt, der ja bei einem schnellen Prozessor zum Beispiel nach einer halben Sekunde oder nach 100 Millisekunden oder je nachdem, wie der Entwickler das eingestellt hat, wieder berechnet. Und somit ist es natürlich wahrscheinlich, dass man, wenn man joggt, auch in der nächsten halben Sekunde noch joggt, als Beispiel. Das mathematische Konstrukt, um das aufzulösen, ist das sogenannte Hidden Markov Model, im Englischen HMM, HMM. Und ich möchte jetzt kurz zeigen, wie das funktioniert. Dazu habe ich hier nochmal diese Markov-Kette etwas anders aufgeschlüsselt. Als Beispiel mal Radfahren, 80% wird weiter in Rad gefahren. Genau das gleiche steht hier auch. Radfahren im nächsten Schritt Radfahren, die Übergangswahrscheinlichkeit liegt bei 80%. Das heißt, ich habe die Markov-Kette, diese, einfach nochmal etwas anders aufgeschrieben. Zu Beginn, hier ist der Zeitstrahl, zum Zeitpunkt 0 ist jeder dieser vier Zustände, nämlich Sitzen, Laufen, Radfahren, Joggen, gleich wahrscheinlich. Das heißt, 100% geteilt durch vier Zustände heißt, jeder Zustand ist mit 25% wahrscheinlich. Im ersten Berechnungsschritt habe ich habe mit grün hier gekennzeichnet, dass aus dem Klassifikator die Information Joggen kommt. Und zwar mit zum Beispiel einer Sicherheit von 60%. Das ist ein Applikationsparameter. Wie das konkret ist, kann ich nicht sagen. Zum Beispiel jetzt sagt er, zu 60% ist er sich sicher, dass gejoggt wird. Vorher, zum Zeitpunkt 0, also einen Schritt vorher, waren es 25%. Die beiden werden nun also zusammengerechnet. Die Unsicherheit in der Klassifikation wird damit beachtet, dass zum Beispiel für die anderen Zustände auch noch eine Wahrscheinlichkeit bleibt. Nämlich zum Beispiel 20% fürs Laufen und jeweils 10% für Sitzen oder Radfahren. Wenn man von diesen vier Wahrscheinlichkeiten die Summe bildet, sieht man, dass das nicht 100% ist. Deshalb ist der nächste Schritt normalisieren. Das heißt, man teilt einfach diese Wahrscheinlichkeiten durch diese. Die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten ist jetzt 100. Und jetzt ist die Frage, wie werden jetzt noch diese Übergangswahrscheinlichkeiten hinzugerechnet? Und das ist jetzt folgendermaßen zu bewerkstelligen, und zwar befindet man sich zu 60% im Zustand Joggen und hat eine Übergangswahrscheinlichkeit von Joggen zu Joggen von 60%. Zusätzlich kann man ja aber auch mit 10% Wahrscheinlichkeit gerade Radfahren. Und der Übergang von Radfahren zu Joggen ist mit 5% wahrscheinlich. Aber man kann auch mit 20% Wahrscheinlichkeit im Zustand Laufen sein und der Übergang von Laufen zu Joggen liegt bei 15%. Zusätzlich kann man auch mit 10% Wahrscheinlichkeit gerade sitzen und der Übergang von Sitzen zu Joggen liegt bei 0%. Die Summe von allen Übergangswahrscheinlichkeiten zum Joggen
ist genau diese Formel und wir erhalten 40%. Das muss man jetzt für die anderen Zustände auch mal ausrechnen. So, nach einem Berechnungsschritt haben sich die Wahrscheinlichkeiten jetzt schon so aufgeteilt. Wenn man die Formeln jetzt noch zeitlich verlaufen lässt, muss man aufpassen, dass diese hier genommen wird. Und dann kann man das eigentlich fortführen. Nach ein wenig Fleißarbeit sind alle Formeln hier zeitlich fortgeführt und man erkennt, die Wahrscheinlichkeiten für den Zustand Joggen sind am höchsten. Hier hat man also nach wenigen Berechnungsschritten eine Konfidenz von 60%. Gehen wir nun mal davon aus, dass hier zum neuen Berechnungsschritt nicht mehr Joggen gemessen wird, sondern Laufen. Dann passiert Folgendes, und zwar, das ist ja der Schritt Observation, also Messung, und hier kommt nicht mehr zu 20%, sondern zu 60% die Information, dass gelaufen wird. Natürlich muss dann hier die Informationen wegfallen. Zu 20% die Unsicherheit, dass noch gejoggt wird, aber hier zu 60%, dass gelaufen wird. Und wenn wir das jetzt hier zeitlich fortführen, sehen wir, dass das Modell hier langsam wieder rauskommt. Wenn wir den Klassifikator sicherer machen, sagen wir 80%. Wenn wir hier nur noch 0,1 und 0,05, also 5% und hier auch nur 5%, dann sieht man, dass er hier relativ schnell wieder sicher ist, dass sich der Zustand geändert hat, wenn man sich das im zeitlichen Verlauf mal ansieht. Ersten bis zum 8. oder 9. Berechnungsschritt das Joggen gemessen und danach das Laufen. Und dann sieht man hier, innerhalb weniger Berechnungsschritte gibt es einen Übergang in den Wahrscheinlichkeiten und hier wird dann die wahrscheinlichste ausgegeben mit einer Konfidenz. Hidden Markov Model zur Bestimmung von verborgenen Zuständen mit Hilfe von anderen Messwerten, die wahrscheinlich etwas mit diesen Zuständen zu tun haben.